Problem Nummer eins mit beiden Händen zusammenspielen und dann auch noch unterschiedliche Melodien oder unterschiedliche Rhythmen spielen. So, das Geheimnis ist ja eigentlich ganz simpel. Nämlich man muss das Ganze nur in einfache Schritte, in einfache kleine Abschnitte unterteilen. Wie so oft beim Klavierspielen. Ich möchte dir hier ein Beispiel zeigen. Ich wollte zum Beispiel früher eine ganze Zeit lang hier dieses Stück spielen. Und da gab es links diese eine Sache vor allen Dingen, also das hier war gar kein Problem. Ja, das ist alles schön gerade. Guck hier, wenn die linke Hand spielt, spielt die rechte Hand, schlägt die auch immer eine Taste an. Das war gar kein Problem. Danach spielt der Daumen, hier geht er hier unten auf das A. Und in der linken Hand, es ist eine relativ einfache Sache. Es gibt nur einmal den Fall hier, dass die linke Hand einmal früher spielt, obwohl die rechte Hand da noch gar nichts anschlägt. Ich habe hier extra ein einfaches Beispiel. Es gibt noch schwere Beispiele, aber es ist überall das gleiche, egal wie schwer die Melodie ist, versprochen. So, pass auf. Wo war mein Problem? Ich habe es dann immer so gespielt. Da kam ich durcheinander. Also, was musste ich machen? Musste ich das üben, was ich schon konnte? Nein. Also, das weglassen, ganz wichtig. Das, was du schon spielen kannst, musst du weglassen, sondern dich nur auf die Stellen konzentrieren, die du noch nicht spielen kannst. Also, ich konnte das nicht spielen. Und vor allen Dingen eigentlich sogar noch einen kleineren Teil, nämlich dieses konnte ich spielen, nur dieses nicht. So, das heißt, ich konzentriere mich nur auf diese kleine Sache. Das wird jetzt hart, aber dadurch, dass sie so klein ist, habe ich sehr viel Zeit für diese Sache. Das ist das Geheimnis. Nämlich letztendlich, wenn man eine Sache nicht schafft, wieso schafft man sie nicht? Weil man nicht genügend Zeit für diese Sache genommen hat. Ganz einfach. Nämlich, man kann alles trainieren und deswegen ist es einfach nur wichtig, das Ganze trivial einfach, ja, in trivial einfache Schritte herunterzubrechen. So, und der einfache Schritt ist, das kriege ich hin. Mit der linken Hand. Mit der rechten Hand. Das kriege ich auch hin. So, jetzt möchte ich aber. So. Und dann irgendwann habe ich es nämlich, als ich das so in diesem kleinen Schritt geübt habe, konnte ich es dann spielen. Ja, nicht direkt am Anfang, also jetzt nicht so schnell, wie ich das gerade mache. Es hat ein bisschen was länger gedauert. Das hat vielleicht 5 oder vielleicht auch 10 Minuten gedauert. Vielleicht hat es auch 15 gedauert, ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwann ging es dann so. Und dann habe ich die rechte Hand immer weiter gespielt. Obwohl es ein bisschen tricky ist, ne? Hier, dass hier die Hand, die wird so ein bisschen rhythmisch vorgezogen. Also nicht so gerade, sondern bam, badam, bam, badam. Das ist jetzt natürlich ein modernes Stück, Popmusik und so weiter, aber es geht für jede Sache, wo man beide Hände zusammenbringt. Ja, nimmt man sich einfache, kleine Abschnitte. Und wenn das dann funktioniert, den Überabschnitt langsam vergrößern. Dann weiter vergrößern. Ja, und das ist eigentlich das Geheimnis. Ich hatte das bei einer anderen Sache auch, da wollte ich. Das wollte ich mal spielen. Thank you.
da war genau das Gleiche. Ich musste es in kleinere Schritte runterbrechen. Erstmal nur hier. Ich glaube, ich habe das in drei Teile runtergebrochen. Eine andere Sache, vielleicht kennst du mein Piano-Tutorial zum Soundtrack aus dem Film Die fabelhafte Welt der Amelie mit dem... So, da mache ich es ja genau vor, in den ganz kleinen Überabschnitten. Ne, wenn beide Hände zusammengespielt werden, da spielt die rechte Hand auch erstmal nur. Diese, ja, es sind drei Töne insgesamt, aber nur zwei unterschiedliche Töne. Es ist wichtig, dass da diese ganz kleinen Überabschnitte sind. Gerade wenn man beide Hände zusammenspielen möchte. Und ich möchte eine Sache noch einmal betonen. So oft bekomme ich die Mail, hey, ich kann die linke Hand spielen, ich kann die rechte Hand spielen, ich schaffe es nicht, beide Hände zusammenzuspielen. Und ich habe ja dann im Kontakt herausgefunden, dass es immer daran liegt, dass viele denken, ja, wenn sie die eine Hand können und die andere perfekt können, dass sie dann auch beide Hände zusammen sofort perfekt spielen können. Aber nein, das geht nicht. Beide Hände zusammen zu üben, ist nochmal viel schwieriger, als vorher jede Hand getrennt einzuüben. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Herausforderung für das Gehirn. Gerade am Anfang, beziehungsweise man kann sich natürlich immer weiter steigern, den Schwierigkeitsgrad erhöhen, aber es ist immer das Gleiche. Ja, und das Schöne ist, wenn du merkst, es fällt dir schwer, wenn du merkst, es ist unbequem manchmal und wenn du dann trotzdem dran bleibst, dann machst du Fortschritte. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn du es dann geschafft hast. Ja, also das ist ein bisschen die bequem, das, was man sowieso alles spielen kann, das ist so ein bisschen die Bequemzone. Und sobald es schwierig wird, muss man diese Bequemzone verlassen und da muss man einfach dranbleiben. Ganz wichtig, bloß nicht aufgeben. Ich weiß, dass es immer zu schaffen ist. Es ist wirklich immer zu schaffen. Ja? Du musst daran glauben, du musst dranbleiben. Und ich verspreche dir, es ist ein wunderschönes Gefühl, wenn du dranbleibst. Gerade am Anfang ist es schwer. Und ja gut, und später kann man sich natürlich immer dann neuen Herausforderungen stellen. Und das ist dann auch immer schwer, aber dann machst du auch immer Fortschritte. Ganz wichtig, halt es trivial einfach, wiederhole es, konzentriere dich natürlich. Ja, und dann wirst du die Fortschritte definitiv bemerken. Also das größte Problem, ja, links und rechts, beide Sachen, beide Hände zusammenzuspielen. Ja, das Geheimnis sind wirklich, erstens nochmal kleine Überabschnitte, zweitens nur das, was du nicht kannst üben, ganz oft wiederholen, dem Zeit, dafür musst du dir Zeit nehmen, ja, also ohne Üben geht es nicht, ja, ich habe schon nach Lösungen gesucht, ob man auch ohne Üben Klavier spielen lernen kann, aber es geht nicht. Und dann natürlich, ja, bloß nicht die Geduld verlieren. Ja, Geduld ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Und da kann ich dich nur motivieren. Es lohnt sich definitiv. So. Okay. Das zum meisten, zum, ja, größten Problem wohl beim Klavierspielen.